Servus, Guys, das Wetter ist Big am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Damit herzlich willkommen, Jungs, heute zum Anfang meiner neuen Serie, wo ich das Jahr der FIFA-YouTuber analysiere. Und heute analysieren wir eben das FIFA 18 Jahr von viel FIFA, meine lieben Freunde. Der Kanal wurde sich für mich überraschend oft in den Kommentaren gewünscht. Deswegen hoffe ich mal, dass ich die wichtigsten Daten dieses Jahres einfach mal so zusammenfassen kann. Die wichtigsten Eckpunkte, Jungs. Und auf alle Fälle werden bestimmt noch in den nächsten Parts ein paar Feature-Gäste kommen, etc. Ich versuche da auf alle Fälle etwas draus zu gestalten, aber natürlich auch nur, wenn ihr Bock habt, Jungs. Und in der Infokarte seht ihr jetzt die Auswahl eingeblendet für die nächste Folge. Mein Gott, ich muss jetzt auch noch ein bisschen reden üben. Auf alle Fälle stimmt da gerne ab. Schreibt auch gerne euren Favoriten in die Kommentare und auch eure Meinung zu dem Format. Und ich würde sagen, wir starten rein. Dance when the bass hit, dad on a spaceship, me and all my motherfucking homies going A-shit. So, Jungs, das neue FIFA-Jahr begann am 25.09., ironischerweise genau zu meinem Geburtstag, also zum 18. von mir alle gratulieren, nein, Spaß. Und zumindestens hat viel FIFA das neue FIFA-Jahr eigentlich klassisch mit einem Pack-Opening gestartet, was jetzt gar nicht mal so viele Aufrufe damals hatte. Und auch überraschend kamen in der nächsten Zeit einige Fußball-Challenges mit Fußballern eben und auch mit den VfL Wolfsburg E-Sportlern Teamox und Salzo. Hat mich auf jeden Fall ein bisschen verwundert, als ich mir das Ganze nochmal von Anfang an durchgeschaut habe. Und ja, danach kam ein bisschen ein polarisierenderes Video auf dem Kanal, nämlich das, wo sich Ernie wieder quasi als der Alte präsentiert. Viele ganz mitbekommen haben, viel FIFA ist natürlich erwachsen geworden, früher Ernie nur am Rumschreien gewesen, aber auch er ist Erwachsener geworden, hat sich ein Bart wachsen lassen etc. Aber für dieses Video hat er sich nochmal die auf Frille Brille aufgezogen, dann noch völlig im klassischen Style kommentiert und alles. Das hat schon ein bisschen, sag ich mal, Retro-Feeling auf jeden Fall hochgeholt aus meiner Kindheit. Und darauf folgten dann die klassischen Battles, die ja dieses Jahr eigentlich fast auf jedem Kanal gekommen sind. Es gab fast nur Battle-Content, sage ich mal. Und natürlich fing es auch langsam an mit den Foot Champions-Videos. Und da hat sich ja Erne dieses Jahr schon richtig stark präsentiert, aber dazu später mehr. Zumindest hat er da schon angefangen, aktiv Foot Champions hochzuladen. Und dann war es auch schon soweit, es kam zu Fatal Icon ja relativ in dem FIFA-Jahr, kam relativ früh in dem FIFA-Jahr, kann man ja so sagen. Ich glaube, das war so circa im November und da konnte viel FIFA dann auch das Finale gegen Gamer Brother gewinnen. Aber genauso nice wie dieser Sieg war, wurde er natürlich überschattet von Erne, der in der Zeit von Fatal quasi Team Expert gejoint ist und somit ein E-Sportler war und quasi somit nicht mehr an Fatal teilnimmt, sondern dann später bei einer Art E-Sport Fatal etc. und somit quasi von Fatal zurückgetreten ist. Auf jeden Fall war er einer prägender Charakter in dieser Zeit, in der kompletten Fatal-Historie, hat das Turnier auch ziemlich oft gewinnen können, hat dort große Erfolge feiern können. Deswegen, ja, war das Ganze schon ein bisschen bitter. Prones ist er damals auf jeden Fall schon vor Fatal mehr oder weniger zurückgetreten. Und kurz nach Fatal erreichte das erste FIFA-Video die 1 Million Aufrufe. Und es war eine FIFA 14 Let's Skill-Folge. Und das Ganze sollte sich dann noch ein bisschen mehr anbahnen mit Let's Skill, was da auf alle Fälle noch kommt. Aber sie haben die magische Zahl geknackt. Es ist auf jeden Fall schon richtig krass. 1 Million Aufrufe als deutscher FIFA-YouTuber, auf jeden Fall deutlicher Respekt. Und dann auch noch FIFA 14. Da müssen ja massig Aufrufe noch dazugekommen sein. Damals waren sie ja noch ein relativ kleiner Kanal. Deswegen auf jeden Fall Respekt für diese Sache. Und es folgten dann im Jahreswechsel dann natürlich sehr viele Videos zum Totti und ausschließlich quasi viele Pack-Openings und am 22.02. kam es dann auch zum erfolgreichen Comeback von Let's Skill, worauf dann wenige Tage später ein Real Talk-Video folgte, wo sie quasi auf die Kritik der Fans eingegangen sind. Dazu habe ich auch schon ein Video bei mir hochgeladen. Die Fans haben vorgeworfen, dass die beiden zusammen nicht mehr so oft vor der Kamera sitzen, dass der Content ein bisschen zu eintönig geworden ist und noch viele Sachen mehr. Viel FIFA hat, sage ich mal, dem Video, sage ich mal, schon reale Worte gefunden und haben ein sehr, sehr hohes Ziel formuliert, denn sie wollten bis zur Gamescom die 1 Million Abonnenten schaffen und ich kann euch jetzt schon sagen, das Ganze haben sie dann am Ende nicht geschafft. Natürlich aufgrund der Tatsache, dass natürlich der FIFA 18 Hype, also der mangelnde FIFA 18 Hype das verhindert hat und viel FIFA nicht mehr die größten Entertainer der FIFA-Szene waren, rang quasi von Tizzy Schubich abgelaufen wurde. Und dann folgte auch schon das neue Fatal am 21.03. Es kam auch in dieser Zeit wieder der alte Battle-Content, natürlich öfter, wo die beiden auch gegeneinander gespielt haben. Und während Fatal kam dann auch der berühmte Diss-Track Meet and Greet von Stefan raus, der, finde ich,
vielleicht sogar der beste District der deutschen FIFA-Szene ist. Also die Punchlines, die da gebracht werden und alles andere, finde ich auf jeden Fall richtig genial. Also mir hat der District sehr viel Spaß gemacht und fand ich auf jeden Fall richtig stark. Und in diesem Feld ist ja nur Stefan angetreten und er hat das Halbfinale erreicht. Eigentlich ziemlich stark dafür, dass er quasi das erste Mal allein in Viertel spielt. Und Erne versuchte sich in dieser Zeit dann noch beim Viceversa TOTS, quasi das E-Sportler TOTS, wo quasi alles rückwärts abgelaufen ist, wo dann quasi die guten Spieler rausgewählt werden und ein Bronzespieler oder sonstiges eingesetzt wurde. Es war in dem Fall kein Bronzespieler, sondern Karten für einen etwas geringeren Wert. Aber das Ganze lief für Erne eher ein bisschen unerfolgreich. Zu dieser Zeit hatte er auch, denke ich, mit FIFA gar nicht mehr so viel zu tun und hat sich gegen die anderen E-Sport-Kollegen teilweise wacker, aber teilweise auch nicht so wacker geschlagen und konnte in dem Turnier nicht allzu viel reißen. Danach kam es wieder zu den altbekannten Battle-Phasen, die sie hochgeladen haben und schließlich haben sie tatsächlich die 900.000 Abonnenten erreicht. Und das ist auf jeden Fall eine ordentliche Zahl, die sich dieser Kanal in dir Zeit aufgebaut hat, auf jeden Fall dicken Respekt für diese Zahl. Sie konnten ihr Ziel, sage ich mal, leider nicht verwirklichen. Es war auch ein bisschen hochgegriffen und als Fazit muss ich einfach sagen, mehr viel FIFA ist auch aufgefallen. Dieser Battle-Content wurde, finde ich, ein bisschen zu viel. Ich denke mal, dadurch, dass alle FIFA-YouTuber Battles hochgeladen haben, ist da ein bisschen der Hype aus dem Ganzen auch mit rausgegangen. Viel FIFA hatte kurze Hype-Phasen eben, sage ich mal, da, wo sie Let's Skill wieder zurückgebracht haben, eine total stabile Serie. Zum Beispiel das Real Talk-Video hingegen hatte dagegen fast keine Aufrufe, also schon ziemlich gering. Jetzt gegen Ende von FIFA schwanken sie auf jeden Fall hin und her. Ich bin mal gespannt, wie sich der Kanal bei ihnen weiterentwickelt. Und am Ende muss man einfach noch dazu sagen, ist Erne wieder beim E-Sport-Team unter Vertrag, nämlich bei JBG3 E-Sport zusammen mit Kollegen Farid Bang hat er sich da ein Team mehr oder weniger mit aufgebaut und ich bin mal gespannt, was da so noch die nächste Zeit kommen wird, Jungs. Ich hoffe, euch hat dieses Analysevideo gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, falls es euch nicht gefallen hat, Jungs. Checkt gerne eins meiner letzten Videos ab, oben in der Infocard oder unten in der Videobeschreibung verlinkt, Jungs. Kostenloses Abo wäre Babo, euer Sweater ist raus, macht's gut, haut rein und ciao.